So, dann würde ich sagen, hi Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part von Dark Souls 3. Heute mal mit einer Sonderfolge PvP. Wir befinden uns hier an der Pharnon-Feste. Und nach dem Kampf gehe ich gleich mal ein bisschen genauer drauf ein. Heute will ich euch mal ein bisschen von meinem nicht vorhandenen Skill zeigen. Ja, ich kenne die ganzen Gesten alle nicht. Ich weiß, dass das hier alles jetzt mit den Gesten groß zugange ist. Bin eher nur Durchschnitt. Deswegen werde ich wahrscheinlich die meisten Kämpfe verlieren. Und er heilt sich. Super. Also, ich lasse jetzt mal den Blauen kämpfen. Ich werde nicht ganken. Da kann ich euch ein bisschen was erzählen. Und zwar hier bist du normalerweise mit Level 55 unterwegs. Das heißt, ich bin jetzt hier Level 70. Das heißt, viele Invader, die werden hier mit 55 Waffenlevel plus 6 reinkommen. Die sind dann gegen mich im Nachteil mit Waffenlevel plus 8. Ich habe aber allerdings keinen anderen Char, mit dem ich hosten kann. Deswegen habe ich den gewählt. Es kann aber auch sein, das war es jetzt mal vor 2 Wochen, als ich mit dem Freund hier drin war, dass auch größere reinkommen. Ich hatte hier auch Full Havel und alles, die mit Waffenlevel plus 8 oder plus 9 drin gewesen sind. Aber vermehrt sind es schon eher so um die 55 plus 6. Deswegen bin ich auf alle Fälle trotz meinem verlorenen Skill zumindest vom Damage her im Vorteil. So, den machen wir mal weg. Hier wird nicht gegankt. Also es kommen immer mal so ein paar Helferchen rein. Dann lasse ich die halt battlen. Dann könnt ihr euch mal das anschauen, wie das so ausschaut. Wir sind jetzt natürlich auch hier nicht zwei Pros. Also da gibt es viel bessere Spieler, aber das macht ja nichts. Sind genauso so auf meinem Level ungefähr. Einer hat jetzt keine Heilung mehr. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich beide so ihren Eid sammeln. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man als Roter auch noch irgendwie ein Eid sammelt. Ich kenne mich da echt nicht mehr aus. Hat sich jetzt natürlich. Hä? Achso, neuer Finstergeist ist eingefallen. Ist dann im Normalfall einer für mich. Und der schaut schon aus, als ob er ein bisschen besser spielt. Doch, ich kämpfe mal mit ihm. Das schaut gut aus. Kann ich wahrscheinlich gleich ins Gras beißen, aber macht ja nichts. Gleich ins Gras gebissen. Aber es macht nichts, das machen wir nochmal. Aber das sieht man schon, die sind anständig. Bei dem hat man jetzt gleich gesehen, dass er auf alle Fälle hier öfters zugange ist. Er hat also schon überlegt gespielt und so. Aber jetzt auch nicht unbedingt so übertrieben gut wie manch andere, aber das macht ja nichts. Das kann ja nicht jeder so gut spielen wie jetzt zum Beispiel ein Kickse for Life oder ein Punch in Your Face oder ein Mac the Hitman. Also die sind dann schon meistens überdurchschnittlich. Da gibt es aber auch noch ein paar Spieler, die sogar noch besser sind als die beiden. Man mag es nicht, oder die drei, man mag es nicht glauben, aber es gibt wirklich noch viel bessere Spieler. Gleich mal den Finger wieder einsetzen. Also ich war hier vorhin in Irithryll auch unterwegs mit Waffenlevel plus 6.
Es hat aber gar nicht funktioniert, weil das war hauptsächlich nur Gegenke, 2 Giga einen und so. Und da bin ich echt viel zu schlecht dafür. Und deswegen dachte ich, ich probiere es jetzt mal hier im Sumpf. Gucken mal, ob noch was reinkommt. Ich weiß nicht, ob es bringt, immer mal wieder was den Finger zu spammen, aber irgendwie macht man das einfach. Bevor die Krabbe kommt. Die killt mich sonst. Hilfe! Vampir 427 ist eingefahren. Okay. Weiß nicht, ob der schon mal da gewesen ist. Ich habe jetzt nicht auf die Namen geachtet. Der ist irgendwo da drüben gespawnt. Ja, ich glaube, das ist der, der vorhin schon da gewesen ist. Ja, und schauen wir mal. Wo läufst du hin? Ach, der will gegen die Klinge des Finstermonds kämpfen. Keine Verbeugung, nichts. Also die Finstermondklinge, die kann ich nicht angreifen, die blauen. Das heißt, der Rote muss mit dem blauen kämpfen. Bitte, bitte, bitte tut mir Gefallen und fightet. Fightet mal, sonst muss ich jemanden von euch wegschicken. Hier wird sich nicht ausgeruht. Hier wird nur gekämpft. Falapino heißt er. Oh, ist das schrecklich. Finstergeist von Abdo CMS ist eingefallen. Vielleicht mag der mit mir kämpfen. Kämpf mal du mit mir bitte. Radas, you're dead. Hey Leute, was ist los mit euch? Also so geht es hier auch öfters im Sumpf ab. Ey, was ist los? Kämpft jetzt mal einer oder was? Schicke ich mal einen weg, wenn das so weitergeht. Hallo, kämpft mal. Der eine macht sich bereit. Wenn die ganken, schicke ich den anderen weg. Okay, einer kommt weg. Oh, jetzt. Hier wird nicht gegankt. Oh, schade. Der geht jetzt auch weg, weil der jetzt sein Eid erfüllt. Das heißt, er kriegt jetzt das Abzeichen dafür. Nee, dachte ich eigentlich, dann ist noch ein Invader da. Das geht leider nicht. Du kannst mich leider nicht schlagen. Aber da muss hier irgendwo noch ein Invader sein. Da, ja. Da ist einer. Hoffentlich gewinnt der Rote. Ja, er gewinnt. So, jetzt kämpfen wir aber. Der hat Gold, das heißt, er ist ein erfahrener Spieler.
Da wollte er jetzt mich backsteppen. Und ich habe gewonnen. Ey, ich habe zur Abwechslung mal einen Kampf gewonnen. Das freut mich. So, danke. Der klatscht jetzt, weil er denkt, dass ich gut bin. Dabei bin ich gar nicht gut. Komm bitte kämpfen. Ach komm, um das mit dem Hallen. Das ist zu wenig Leben, Bo. Ich hasse es, wenn die immer so weit weggehen. Alter, der hat sich auch geheilt. Dann heile ich mich auch. Hat sich zweimal geheilt. Okay. Okay, der müsste jetzt weggehen, genau der, der sein Alter füllt. Da ist doch ein bisschen was los, ne? Muss auf die Zeit gucken, nicht, dass es zu lang wird. Man vergisst hier im Sumpf schnell mal die Zeit. Was habe ich denn eigentlich hier alles noch für Waffen? Mistgabel auf 8, die kann ich sogar einsetzen. Ah, cool. Kann ich mal jemanden jagen. wenn er abhaut, kann ich die Mistgabel einsetzen. Oder die Gundyr-Sellebade. Gundyr-Sellebade muss man aufpassen, wenn jemand gut spielt, kann er die gut parieren. Also sehr leicht sogar. Juppie! Schon wieder er, okay. Na gut, dann kämpfen wir mit ihm. Aber ausgeruht wird nicht. Also das ist kein PvPler. Ich zwar auch nicht, ne, aber eher noch weniger. Komm. Wieder einer weg. Bleibt der jetzt oder geht der? Der geht auch. Die kriegen nichts zu tun.
Ich denke, den Vampir, wenn das nichts überkommt, lasse ich mal gegen einen blauen Wächter kämpfen. Dass er auch mal wieder ein Erfolgserlebnis hat. Ich denke, jetzt machen wir noch eine Runde und dann machen wir Feierabend für heute. So viel ist ja jetzt dann doch nicht los. Auf alle Fälle solltet ihr dieses Let's Play jetzt hier einfach als Just for Fun sehen. Ist nichts Ernstes. Ey, Markus, das ist ein besserer Spieler. Das ist ein ehemaliger Kollege. Ich weiß nicht, ob er mich erkennt. Spielt gern mit dem Speer. Der spielt auch etwas besser wie ich. Ja, das sieht man schon, dass er ein Speer hat. Dann gucken wir mal, wie es laufen wird. Dann können wir ja gleich nach dem Kampf dann Feierabend machen. Das war daneben. Sieht das schon mit einfachsten Tricks. Nein! Okay, dann sind wir am Ende der Folge angelangt und ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Auch danke an dich, Markus, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!